Das ist Schützi TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Der Blick berichtet heute, dass der Alex Frey der neue Trainer vom FC Winterthur werden soll. Noch ist nichts unterschrieben, aber die Anzeichen verdichten sich. Das wäre nicht ganz eine überraschende, aber sicher eine spannende, vielleicht sogar eine kontroverse Auswahl. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn Alex Frey einige Mal getroffen und ihn als sehr ehrgeizig, ambitioniert, aber durchaus absolut professionell erlebt. Im Jahr 2002 habe ich Alex Frey als Vertreter des erfolgreichen U21-Teams der Schweiz ins Studio eingeladen. Gleichzeitig im Studio war eine Vertreterin des FC Büren an der Aare. Das Frauenteam hat seit seiner Gründung, 3 Jahre vorher, noch nie ein Spiel gewonnen. Alex hat darum von sich aus diesen Frauen versprochen, dass er sie einmal trainieren kann. An der Auffahrt im Jahr 2003 war es dann so weit, der Alex Frey ist das Frauenteam trainieren gegangen. Ich durfte dabei sein, darum hier die ersten Bilder von Alex Frey als Trainer. High Noon tief im Westen. Heute soll das Versprechen eingelöst werden. Alles ist vorbereitet. Sogar der neue Sponsor hängt. 100-fach die Augenzeugen, nervös die Hauptakteurinnen. Ganz Büren erwartet ihn, den Schützen der Extraklasse. Alex Frey. Keiner schießt zurzeit mehr Tore für die Schweizer Nationalmannschaft. Alex Frey, ein Mann, ein Wort. Ich bin hierher gekommen, dass ich Ihnen das Versprechen erfüllen kann, das ich gemacht habe. Und ich bin eigentlich der Mensch, der Versprechen hält. Du bist der Einzige, der kein Schweizer Liebli anhat. Gibt's das? Gleich vorweg. Die Einlösung seines Versprechens kostete ihn 2 Stunden plus Nachspielzeit am Stammtisch. Hört mich, du ziehst die Handschuhe nicht ab. Ciao. Hallo. Sorry. Ciao. Aber mögen wir, oder? Ja. Es geht. So, oder? Jetzt können wir hier in der Zunächst heißt es laufen. Viel laufen. Choreografisch stimmt schon ein bisschen, ja? Bitte! Normal laufen die ja nicht so viel. Nein, ehrlich gesagt, nein. Mit die Seite. Runden später. Frey zeigt sich barmherzig und schont die läuferisch nicht ganz so starken Bührenrinnen. Ah, der eine. Verschlankt. Dann kommt der Ball ins Spiel. Bührens härtester Gegner. Wir erinnern uns. Also Frauen, heute spielt's, die packen wir. He? Die haben 0 Punkte. Wir auch. Aber jetzt, wir wollen Goal schiessen. He? Sie schrieben Fußballgeschichte, die Frauen aus Büren. 3 Jahre lang kassierten sie Niederlage um Niederlage. Und diese nicht zu knapp. Wie die Resultate aus dem letzten Herbst zeigen. 2:8. 1:10, 0:7, 0:11, 1:7, 0:11, 0:15. Auf dem Feld sah das so aus. Büren oder das Elend der Erfolglosen. Schau, dass der Lauf so ist, dass der Ball... Ein hartes Stück Arbeit also für einen wie ihn. Vor den Augen und so ins 16. Gehen wir uns ein bisschen Mühe mit diesen Zuschauern. Und noch viel mehr leiden. Goal machen, Goal machen! Oh. Sie geben sich Mühe, sie sind wirklich mit dem Herz dabei. Stunden später. Freys Arbeit zeigt erstaunliche Wirkung. Hola! Sehr gut. Ja! Hola! Ja, das läuft ja! Sie shooten schon länger, als er lebt. Haben Sie doch noch etwas von ihm lernen? Sehr, sehr viel kann ich lernen. Ich kann jedem Alter etwas lernen. Zum Schluss das obligate Trainingsspiel. Bührens Frauen für Minuten in der Champions League. Das war super, wir haben sicher viel von ihm lernen. Kleine Tricks und so. Und er selber persönlich ist also ein super Typ und hat das wirklich gut gemacht.
ist wirklich ist gut gewesen. Mehr über den Alex Frey und den FC Winterthur ganz sicher auf dem Kanal. Habt's gut.